haben ca. 350 Zuschauer in der Halle, plus die 16 Mannschaften, plus Betreuer. Also Halle ist voll, gut gefüllt. Wir sind zufrieden, ist in Ordnung. Highlight sicherlich, dass der A-Ligist Alemannia Gehden mit seiner jungen Truppe gegen den Verbandsligist Viktoria Nidda gewonnen hat im ersten Spiel mit 2-0. Das ist dann die Geschichten, die der Fußball schreibt, die Sache ausmachen. Das wollen die Zuschauer sehen, sowas. Jetzt haben wir es im letzten Spiel eben besser gemacht. Das war dann auch ein Ticken emotionaler. Ja, da hat man gemerkt, dass die Mannschaft das jetzt auch unbedingt wollte. Das war in den ersten beiden Spielen vielleicht noch nicht so hundertprozentig gegeben. Und letztendlich glaube ich, rein von der fußballerischen Qualität her war es trotzdem verdient, dass wir jetzt noch weitergekommen sind. Ja, ich bin ja schon lange dabei. Ist natürlich immer eine schöne Sache, hier im Finale zu stehen am Sonntag. Wie gesagt, ich bin schon längere Zeit mit dabei und wir wollen natürlich jetzt auch am Sonntag nochmal alles versuchen, so weit wie es geht, natürlich ins Finale zu kommen, vielleicht sogar auch gewinnen.